In generale, le direttive hanno bisogno di un atto di recepimento da parte degli stati. Ci sono dei casi in cui però Generell alcuni müssen stati Richtlinien durch den Mitgliedstaat possono mit eigenen creare Rechtsakten umgesetzt werden. diretta Einige applicabilità Bestimmungen der Richtlinie perché sind sono jedoch direkt anwendbar, weil sie den Patienten klar formulierte Rechte gewährleisten. Die Richtlinie zur grenzüberschreitenden Mobilität der Patienten sieht vor, dass die Mitgliedstaaten ein Genehmigungsverfahren für den Zugang zu Gesundheitsleistungen im Ausland und Rückerstattung der Kosten einrichten. Sollte ein Mitgliedstaat die Richtlinie nicht innerhalb der Frist umgesetzt haben, die am 25. Oktober 2013 abläuft, und ein Patient, der sich ins Ausland begibt, um benötigte Gesundheitsdienstleistungen in Anspruch zu nehmen, hinterher mit der Ablehnung der Genehmigung durch das Gesundheitssystem konfrontiert wird, dann sollte der Patient versuchen, auf gerichtlichem Wege zu seinem Recht zu kommen. Die Richtlinie verpflichtet nämlich das Gesundheitssystem in einigen besonderen Fällen zur Erteilung der Genehmigung. Ebenso klar sind bereits die Fälle ausgeführt, in denen die Genehmigung verweigert werden kann. Auf diese eindeutigen und klaren Regelungen können sich die Patienten also direkt berufen, auch ohne nationale Umsetzungsakte. Diese direkte Anwendbarkeit im Falle von klar formulierten Rechten und bei verspäteter oder mangelhafter Umsetzung wurde durch den Europäischen Gerichtshof in vielen Gerichtsurteilen bestätigt. Ein Patient, der sich an den nationalen Richter wendet, kann sich zur Unterstützung seiner Position neben der Richtlinie auch auf die Rechtsprechung des Gerichtshofes berufen. Oltre al supporto della direttiva, anche l'ulteriore supporto delle sentenze della Corte di Giustizia degli anni passati.